Willkommen zurück zu Star Wars Durchhalten, Jedi still Fallen unterwegs. Order. Wir sind anscheinend ein AT-AT besiegen. Okay, bin gespannt. Also. Kann ich die blocken? Noch einer, ups. Auch ein Stim. Ah. Ist unser Pilot. Lol. Jetzt möchte ich noch mit dem Pilot kämpfen. Lol. Ja, wir haben es geschafft. Was sind das für Dinger? Kann ich die jetzt öffnen? Dann so noch blinky blinky aus, aber doch nicht. Wir die Achtdinger scannen. Nee. Okay, gut, dann haben wir einen Bosskampf gemacht und wir können jetzt an Bord gehen. Hallo? Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Sephowaisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Ah. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja, gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Alles wäre umsonst gewesen. Gut, wir kommen hier noch hin. Ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Oh, das Mädchen ist groß geworden. Aber was Neues noch bekommen, neue Samen gepflanzt. Kalpi. Phoenixblume.
Sind das die, die wir gescannt haben? Oder wie? Ist alles okay? Prima. Ich genieße etwas Ruhe und Frieden. Okay. Ja, dann reisen wir mal zum nächsten Planeten, würde ich sagen. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Okay. Und wir 34%. Also hier nochmal zurück. Das ist richtig verstanden? Bogano, wir kommen. Mal wieder. Wissen Sie, so gut wie heute war ich als Pilot zuletzt auf der Weltraumakademie auf Lateron, wo ich Jahrgangsbester war. Ich wusste gar nicht, dass Lateron eine Akademie hat. Ja, die war neu. Damals. Sie sind wahrscheinlich nicht allzu oft in der Gegend. Worin wurden Sie ausgebildet? Alles. Jäger, Frachter, Kurzstrecke, Langstrecke, das volle Programm. Meine Loopings waren die wildesten von allen. Sie sind mit Frachtern Loopings geflogen? Naja, eher Kurven, mehr durfte ich ja nicht. Trotzdem war ich richtig gut. Sie hätten mich mal sehen sollen. Ach ja, Schwelgen in der alten Zeit, ne? Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Jawohl, Chef. Bogano, da sind wir wieder. Niemand zum Quatschen. Ruhig. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Du und Stier wart also schon ein paar Mal hier. Wir waren überall. Auf einer Non-Stop-Tour durch die Galaxis. Sie zahlt die Rechnungen. Ich kann mich nicht beschweren. Besser als sich jahrelang im Schrott verstecken. Das sehe ich ganz genauso. Und ich kenne Schrottplätze. Und der Planet war der schrottigste. Ich kann nicht glauben, dass jemand... Entschuldigung. Du hast ja recht. Entschuldigung, dass ich über dich lustig, mich über dich lustig mache. Naja. Sie ist schon wieder nicht da, okay. So. Unser Ziel. Jetzt hier rein. Können wir auch noch weiter jetzt, okay. Was haben wir denn? 66%. Okay, hier war ja auch noch was. Und hier ist auch noch eine Sache, die wir immer noch nicht machen können, okay. Schauen wir einfach mal, ob wir da was Cooles machen können, und sonst gehen wir mal weiter. Ich müsste mich eigentlich hier groß, unnötig groß aufzuhalten. Ja. Ich frage mich nur, ob wir gegen diesen Drachen hinten wirklich noch kämpfen können oder sollen oder müssen. Wäre ja heftig. Bin ich richtig? Bin ich richtig? Oh. Okay. Achso, jetzt kann ich einfach nur hier lang. Und jetzt hier, okay. Da runter. Mal gucken natürlich erstmal, ob hier irgendwas liegt. Wir sind ja neugierig. Hallo Drache. Der sieht echt so aus, oder sollte man da hin können, ne? Mal genau angucken. So. Hier ist einfach gar nichts. Einfach mal. Okay. Willst du noch einen Stem? Ja.
Gut, dass wir hergekommen sind. Dann machen wir die anderen nicht auch noch auf und gucken, ob da vielleicht schon was drin ist. Ah, Stim Nummer 4. Nice. Hat sich damit auf jeden Fall schon mal gelohnt. So, ach, hier sind wir. Also eine Lizenz der Macht. So. Wer jetzt hier mitmachen können. Das war's. Kannst du einfach hier hin? Ja. So. Ja, noch das Ding aktivieren, gucken, was da noch los ist. Okay. Ja, auf jeden Fall schon mal. Ich muss das Ding dann noch. Komm wieder her. Was haben wir gefunden? Ein Skin. Doch cool. So, große Kluft. Hier ist ein Rutschweg. Okay. Lass mal hier gucken. Okay. Zwei Wege habe ich jetzt, wo ich entscheiden muss. Scheinbar. Der Weg geht nach dem Kreis raus. Ich. Aber komm, gehen wir den. Hui. Jetzt bin ich hier gelandet. Ein Skelett. Knochen. Okay. Ja, aber unglaublich. Ich hier einfach. Ah, da wäre ich da hingekommen. Okay. Was haben wir hier? Aua. Aua. Ich brauche einen. Puh, die war nervig. Ach noch. Oh, das ist rot. Oh, du kannst auch nichts. Okay. Neko, Echo? Eine Begräbnisstätte. Mhm. Was werden wir noch hier finden? Das war scheinbar okay. Machen wir uns mal hier gut fest, hoffentlich. So. Wow. Das ist ein schön. Was soll ich mal machen? Oh, jetzt ruckelt ein bisschen. So. Ich will noch den anderen Bereich angucken. Ihr könnt euch ja da vergnügen, jetzt zwei. Das hat man ja auch alles, ne? Jawohl. 71%. Was haben wir hier? Ist das Wasser oder nicht? Nicht? Okay, es ist Wasser. So, jetzt
zwei Türen. Wenn schon. Nix. Ein paar Stäbe im Wasser. Na, jetzt zwei. Diese Knuffeldinger. So, und zwei Türen. Beide können wir öffnen. Wir müssen das Ding öffnen. Dann sind wir hier. Kriegen noch ein Echo. Okay. Maximal macht er da. Er hoffte, jemand würde seiner Spur folgen. Mit BD1 als Anführer. Was haben wir denn da? Das können wir. Mein Freund, ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Bin ich denn hier? Weiß nicht so genau. Noch etwas? Würfel zum Scannen. Was hast du? Oh, dafür gab es kaum Punkte. Und weiter hoch. Hat es echt gelohnt, bis jetzt hier hinzukommen. Ach, jetzt bin ich hier. Ah, und da geht's dann wieder zurück zum Schiff, ne? Ja. Aber der Zimmer 70%. Ist das schon mal was? Noch was? Liegt am Schiff, okay. Mal schauen. Was? Scan. Dann hat er ja schon geskinnt gehabt. Gut gemacht. So. Hier noch was. Hier haben wir noch diese komische Brücke, die wir nicht ausfahren können. Wir weiterkommen. Und da haben wir auch noch was, was wir noch nicht machen können. Okay. Gut, dann geht's hier lang. Den Weg ja zum Glück schon. Nicht das erste Mal, dass wir hier lang gehen, ne? So. Da erwarte ich eigentlich immer wieder, dass dann hier mal so ein Mini-Boss oder so auftaucht. Vielleicht bei meiner großen Klappe wird das sogar noch passieren. Aber da haben wir auch zum Beispiel noch gar nicht. So. Will ich jetzt mal gucken. Direkt hier. Ah. Direkt uns hallo, an. Kleiner. Direkt zu unserem Schiff ist was. Ah. Hi. Das ist wie die Kugel und die Halterung von Seppo. Was macht man damit? Oh, es hat Angst. Okay, hüpf an Bord. Viel Spaß. Bock den Gefährten erhalten, okay. Aber wohl mit der Kugel. Jetzt so genau sein muss. Ach du Scheiße. Schon mal sehr genau sein. Oh, oh, shit. Okay. Nochmal. Oh, was soll ich dazu weit? Okay. Krieg's noch hin. Vielleicht öffnet sich das Ding dann und dann kriege ich da meinen nächsten Stim. Natürlich, was ziemlich krass wäre. So. Was gibt's?
So knapp. Na komm. Oder schneller. Na, komm. Ey, du willst mich doch verarschen. So knapp. Na, komm, 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 komm. Ja, endlich. Uhu. Dass ich mich mal so über eine Kiste freue. Ja. Alter, Stim Nummer 5. Hat sich richtig gelohnt, um hier hinzukommen. 5 Heilungen. Bam. Haben wir zum Scan oder so hier? Ah, wir sind entdeckt. Ja, wollen einfach 5 Stück jetzt haben. Das ist einfach direkt bei unserem Schiff. Bin ich aufgefallen, zum Kopf auf die Karte geguckt. Oh. Was? So. Ach, sie ist jetzt hier draußen, okay. Soweit haben wir sonst hier alles, ne? Wie sieht's denn mit Kisten? 5 von 16, Geheimnisse 5 von 6. Wahrscheinlich ist eins von den Dingern noch ein Geheimnis hier. Aber warum gut? 80%. Hauptziel unerkundet, verfügbar geblockt. Ja, gut. Wir reden. Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Keine leichte Aufgabe. Glaubst du bist dir gewachsen? Ich schaff das. Alles ist besser als Bracca. Ich war auf vielen Planeten der Galaxis auf der Suche nach dir. Wenn wir das Imperium nicht stürzen, gehen wir alle unter. Auch auf der Flucht. Bin bereit. Gut. Okay, was ist los zu erzählen? Ich war mit Cordova bestimmt oft hier. Nein. Er hat mich nie hierher geführt. Er hat nur davon erzählt. Ich war die Einzige, die wusste, wo der Ort liegt. Er hat euch vertraut. Ja, sieht ganz so aus. Er war sicher, dass ich ihm glaube und seine Aufgabe beende. Hoffentlich hatte er recht. BD-1 glaubt dran. Er ist ein kluger Droide. Gut, dann. Auf den nächsten Planeten. Legen wir den Kurs fest. Da sollen wir nochmal zum Zepho gehen. Das sind von 43 Truhen, 2 von 14 Geheimnissen. Also da ist echt noch einiges zu holen. Aber hier hatten wir irgendwas noch. Haben wir Steinkammer? Ja, auf jeden Fall grün. Ja, wir wollen auch grüne Sachen. Hier ist auch noch was, was wir machen können. Es ist auf jeden Fall mehr als genug Arbeit hier auf Zepho noch da. Aus. Ja, haben wir alles. Wir finden es noch ein Geheimnis. 150% nur. Das ist aber nur eine Sprungpassage. Okay. Was war da? War denn hier was? Noch gar nichts. Könnte das auch nichts ausmachen auf der Karte? Okay. Nächster Bereich. Alles. Alles. So, der große Bereich. 2 Truppen fehlen mir noch. Ja, die Tür hätte ich auch noch machen können. Aber wahrscheinlich komme ich dann auch da runter. Okay. Uiuiui. Apparat hier. Stimmt, das war die Station von innen, die wir da haben, wo wir außen dran lang geklettert sind. Oh ja. Okay, und das ist wahrscheinlich hier wieder auch noch Verbindung zu hier, würde ich vermuten.
Ach, das war die Rutsche, genau, das war die Eisrutsche. Das bin ich ja dann hier den Weg gegangen. Genau. Was es hier gibt. Können wir auch noch hin, okay. Und dann war hier auch noch der eine Weg. Ja, wollen wir uns da ransetzen? Da müsste ich da weit laufen. Ist auf jeden Fall, aber hier kann ich durch, da so lang. Hier. Genau. Eigentlich schnell machbar. Aber unser nächstes Ziel will hier hin. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge da. Dann machen wir uns auf den Weg hier hin. Also, haut rein. Ciao, ciao.